Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Felix Wright Justice for All. Heute geht's los mit Episode 2, Wiedersehen und Wandel. Das war kein Unfall. Man hat mich betäubt mit Schlaftabletten. Ich wurde ermordet von dieser Person. Darum habe ich mich gerecht. Das ist nur gerecht. Nicht wahr? Ini? Jetzt sehe ich dich endlich wieder und... Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht getan. Nein, ich habe es getan. Ich habe diese Person umgebracht. Aber das warst nicht du. Es ist egal. Ich hätte es genauso gut gewesen sein können. Holy moly. Was zum Henker? Ich kann nicht glauben, dass so etwas passiert. Die Ereignisse dieses verregneten Nachmittags, mit dem der Schlamassel begann, wiederholen sich immer wieder in meinem Geist. Juni, 15:34. Anwaltskanzlei, Wright und Partner. Was für ein deprimierter Regen. Verstehen Sie, wie sehr mich das deprimiert? Verstehen Sie das? Ich schätze schon. Aber statt deprimiert zu sein, bin ich wütend auf die Wetterfrau im Fernsehen. Ich glaube, unsere kleine Regenfront wird heute mit einem sonnigen Tag pausieren. Das hat sie gesagt. Darauf wollte ich mein Leben verwetten. Nun, so ist das Wetter. Aber darum habe ich heute keinen Schirm dabei. Von wegen Wetterfrau. Sie erfährt von meinem 1500-Dollar-Anzug. Wegen ihres Falls. Wenn Sie nicht vorhaben, die Wetterfrau zu verklagen... Es tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir vor dem Geschäftlichen vielleicht etwas plaudern. Mein Name ist Dr. Turner Gray. Ich bin Chirurg. Erinnert mich daran, dass ich nie unter seinem Messer enden will. Ich bin heute wegen dieses Vorfalls hier. Kunstfehler an Gray Klinik für Chirurgie. 14 Patienten verlieren ihr Leben. Sie sind der Arzt an der... Es ist wirklich sehr ärgerlich. Haben Sie gehört? Ärgerlich. Ja, ich habe Sie gehört. Ich stimme Ihnen zu, Dr. Gray. Das ist sehr ärgerlich. Diese Schwester hat Mist gebaut. Sie hat die Medikamente verwechselt und diese 14 Patienten getötet. Und trotzdem, hören Sie gut zu, und trotzdem hatte diese Schwester die Nerven zu sterben, ohne ihren Fehler zuzugeben. Sie hat mir nicht mal eine Erklärung geliefert. Und das ist die Höhe. Sie hat einfach einen fetten Unfall und fährt ihren Wagen zu Schrott. Krach, Kirsch! Und schon sah ihr Wagen aus wie eine Ziehharmonika. Alter, du bist aber überhaupt nicht taktvoll. Stimmt ja, seit über einem Jahr haben die Boulevard-Sendungen darüber berichtet. 14 Opfer des Kunstfehlers und der mysteriöse tödliche Unfall der Krankenschwester. Es gab Berichte, dass Dr. Gray diesen Unfall verursacht haben soll. Es hieß, er wolle so die verantwortliche Person für immer verschleiern. Warum sollte ich? Also, ich sage das nur genau einmal. Warum alles in der Welt sollte ich die Schwester töten? Ich hätte diese 14 Patienten ermordet, nicht ich. Sie sollten tief durchatmen, Doktor, und sich eher auf die wichtigen Punkte konzentrieren. Dieser Fall ist schon ein Jahr her. Warum wollen Sie ihn neu aufrollen? Ganz einfach, weil mir die ganze Sache aus den Händen gleitet. Es geht so nicht weiter. Meine Klinik hat heutzutage nicht mehr so viele Patienten. Verstehen Sie, was das heißt? Das heißt, Sie kommen nicht mehr in meine Klinik. Was Sie nicht sagen. Ich würde da auch ganz sicher nicht hingehen wollen. Also, was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach dagegen tun? Ich will, dass Sie mir helfen, meine Unschuld zu beweisen. Sie wissen, dass ich ein Anwalt und kein Privatdetektiv bin, oder? Nein, es gibt etwas, das man Sie tun können. Maya Fey, Sie kennen dieses Mädchen, richtig? Maya? Woher kennen Sie den Namen? Aha, genau. Das Ganze jetzt spielt vor dem ersten Fall. Praktisch noch in der Zeit, wo Maya in ihrer Heimat ist, um zu trainieren und nachdem sie praktisch Phoenix verlassen hat. Ich habe gehört, dass Sie eine Weile lang für Sie gearbeitet haben. Nun ja, ich meine, hä, einen Moment. Ich habe für Sie gearbeitet? Ja, stimmt das nicht? Sie sagte mir das. Darum bin ich nicht ganz sicher, ob...
Nun, wir haben in einigen Prozessen zusammengearbeitet. Aber sie ging zurück in ihre Heimatstadt, um sich weiterzubilden. Ach ja, davon habe ich gehört. Sie müssen sehr einsam sein. Was? Moment, ich bin nicht... Lisa hatte Ausbildung zu schaffen, muss die Aussage mir nicht sein. Hä? Ich habe eine Bekannte, die viel über diese mystischen Dinge weiß. Sie hat mich vor Faye vorgestellt. Ist Maya wirklich so berühmt? Ich habe bereits ein Treffen arrangiert. Wofür? Wofür schon? Für eine Beschwörung. Soll den Geist der Schwester rufen, die sich umgebracht hat. Oh. Maya, ich frage mich, was sie im Moment anstellt. Wir, die Frauen der Familie Faye, waren schon immer Medien. Die Kraft, mit den Geistern zu sprechen, ist stark in uns. Was hat sie mir gesagt? Ich vermute, sie hat gelernt, die Verantwortung aufzunehmen und erwachsen zu werden. Abgesehen von der Ausbildung ist dies ihr erster Versuch, einen Geist zu rufen. Darum stellte sie eine Bedingung, bevor sie meiner Bitte zustimmte. Eine Bedingung? Sie sind diese Bedingung, Herr Wright. Ihr Kopf. Was? Sie sagte, sie würde die Beschwörung nicht durchzuführen, ohne sie vorher wiederzusehen. Ach so. Mich? Und darum habe ich sie aufgesucht. Sie wollen sie doch auch wiedersehen, oder? Mal ganz ehrlich zu sein, eigentlich nee. Und darum besuchte ich mich zusammen mit dem Dr. Mayas Heimatstadt. Juni, 13:25. Kurein. Das ist also das Dorf Kurein, Mayas Heimatstadt. Nanu, hallo du. Hey, willst du meine Kaninchenbabys sehen? Was für ein seltsames kleines Mädchen. Hey, warte auf mich, Pearly. Jemand anderes kommt her. Nick! Mit Maya, wie geht es dir? Schön, dich wiederzusehen. Wow, ich dachte nicht, dass du wirklich kommen würdest. Keine große Sache. Bei dir hört sich das an, als wärst du so weit weg. Nun, vielleicht habe ich übertrieben. Ein kleines bisschen. Es waren nur 2 Zugstunden. Hättest du das gewusst, wäre ich öfters gekommen. Nein! Das darfst du nicht. Ich habe das bereits entschieden, weißt du? Bis ich erwachsen bin, muss ich hart arbeiten und streng mit dir sein. Oh, nun. Wie dem auch sei. Glückwunsch. Ich freue mich, dass dir die Ausbildung etwas bringt. ja, dann würde ich sagen, quatschen wir doch mal gleich mit ihr. Die heutige Beschwörung. Du bist jetzt wohl ein vollwertiges Medium, da du einen ersten Job annimmst. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Aber dieser Fall, kennst du die schreckliche Geschichte, die dahinter steckt? Ja, jetzt ist er vor der Macht der Maya-Spinage-Netzwerks. Weil sie in 40 Minuten Personen starben. Toll, Maya ist wieder da und meine Stimme verkackt ab. Was soll das heißen? Genau. Was auch immer. Weil sie in 40 Personen starben wegen eines Kunstfehlers von Dr. Quay, nicht wahr? Und um die Schuld auf die Krankheit festzuschieben, brachte er sie so um, dass es wie ein Autounfall aussah. Hä? Was ist denn dieses Maya-Spinal-Netzwerk? Die Boulevardzeitung. Das dachte ich mir. Haha, ich bin nicht nur auf den Arm, Nick. In Wahrheit war es umgekehrt. Dr. Cray hat mir alles erzählt. Ach komm schon, Nick. Ich will doch keinen wahnsinnigen Mörder als Klienten annehmen. Wer weiß? Das ist sogar für mich furchteinflößend. Ja, vermutlich schon. Schon eigentlich. Kurein. Das ist deine Heimat, Maya? Jawohl. Kurein, aber ich habe gehört, dass einige Leute das Tal der Medien nennen. Interessant. Also ist jeder, der hier lebt, ein Medium? So ziemlich. Die meisten meiner Vorfahren waren auch welche, denke ich. Das stimmt vermutlich, da die Gabe der Fae mit den Geistern zu sprechen so stark ist. Oder die Frauen in diesem Dorf sind Medien. Und was machen die Männer? Sie arbeiten meist irgendwo außerhalb des Dorfes. Das Mädchen von vorhin. Oh, ja, ich wollte dich noch nach dem Mädchen fragen, das ist da. Kennst du sie? Doch, du weißt Pearly? Pearly? Faye, sie ist meine Cousine. Oh. Ist sie nicht putzig? Ja, aber wie doch. Genau wie meine Wenigkeit. No. Cousine, Moment, das heißt ja dann. Ist sie auch ein? Ja, sie ist auch ein Medium. Pearly ist der wahre Genie in Sachen Beschwörung. Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe nicht sehr erschreckt, als ich sie vorhin belästigt habe. Nein, es liegt nicht an dir. Meine Tante hat dir eingebläut. Wenn eine verdächtige Person mit dir sprechen will, rennst du weg. Verdächtig? Hey, du hast dir gefragt, ob sie keine Ichi-Babys sehen will.
Oh, ja. Penny ist der Schatz meiner Tante. Darum darf sie das Dorf nicht verlassen. Sie weiß nicht viel über die Welt, jenseits von Gewein. Tante? Pennys Mutter ist meine Tante. Mensch, komm schon, Nick. Nun, Nick, ich muss jetzt gehen. Die Beschwörung beginnt gleich. Hä? Ach ja. Ich führe die Beschwörung in meinem Haus durch. Also komm doch rein, okay? Wenn ich fertig bin, können wir ein paar saftige Burger grillen. Na gut, viel Glück, Maya. Danke. Nun, wenigstens ist sie immer noch dieselbe putzmuntere Maya. Na gut, ein bisschen schön ist es schon, sie wiederzusehen. Sie ist ja immerhin ein Hauptcharakter. Meditationsraum. 19. Juni. Ferienwesen. Meditationsraum. Ah, Herr Rice, ich bin so froh, Sie zu sehen. Schönes Wetter haben wir heute. Sind Sie nicht froh darüber? Nein, ganz und gar nicht. Diese dumme Wetterfrau hat schon wieder eine falsche Vorhersage gemacht. Es wird heute schütten. Das hat sie allen erstes gesagt. Ich kann es nicht fassen, dass sie solch fehlerhafte... Dass solche fehlerhaften Berichte öffentlich sind. Mit diesem Kerl über das Wetter zu sprechen, heißt, um Strafe zu betteln. Wie dem auch sei, dies ist ein prächtiges Anwesen. Kein Zweifel, schwer zu glauben, dass dies Mayas Haus ist. Man hat mir eine Karte des Gebäudes gegeben. Hier, Wright, ich habe auch eine Kopie für Sie. Karte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gucken wir uns die Karte doch erstmal an. Feieranwesen. Also der Beschwörungsraum ist dann wahrscheinlich hinter dieser Tür da hinten. Geht es dazu, man geht über den Holzsteg in ein Nebenzimmer. Okay. Die Amatsmarke werde ich nicht zeigen müssen. Da quatschen wir mal mit dem Kerl. Über die heutige Beschwörung. Was werden Sie tun, sobald der Geist der kranken Schwester gerufen wurde? Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Sie ein Geständnis unterschreiben lassen. Ein unterschriebenes Geständnis? Ja, ein Geständnis. Passen Sie auf. Ich werde Sie Folgendes schreiben lassen. Vor einem Jahr, am 2. Mai, starben 14 Patienten durch meine Fahrlässigkeit. Und dann, am 24. Mai, schlief ich am Steuer ein und starb durch eigene Schuld beim Autounfall. Es tut mir leid und ich entschuldige mich dafür, fahrlässig gewesen zu sein. Das werde ich Sie schreiben lassen. Mit einem Geständnis kann der Regen, der auf meine Seele platzt, endlich aufhören. Oh, ich verstehe. Über Maya. Also, wie haben Sie von Maya Fay erfahren? Eine Bekannte von mir. Eine Bekannte hat mir von ihr erzählt. Ein Mädchen, das Okkultismus studiert. Dieses Mädchen erzählte mir von diesem Dorf. Hier ist die Heimat der Korain-Akademie für Beschwörung. Die Heimat, hä? Und Frau Maya Fay ist eine Tochter der Meisterin, habe ich gehört. Meisterin? Sehen Sie diese Tür? Das ist der Raum, in dem die Menschen und Geister sich treffen. Die Tante von Frau Maya ist gerade da drin. Möchten Sie es treffen? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wir könnten in den Beschwörungsraum in Holzsteg gehen. Dann gehe ich mal in den Beschwörungsraum. 19. Juni, Feierwesen, Beschwörungsraum. Wow, hier drinnen herrscht eine wirklich seltsame Atmosphäre. Diese flackernden Lichter. Ich schätze, das sind Kerzen. Werter Herr, wer mögen Sie sein? Ah, ich heiße Phoenix Wright. Oh, Sie müssen dieser werte Herr sein. Werter Herr? Meint Sie mich? Sie sind ein Anwalt, nicht wahr, werter Herr? Die mystische Maya hat mir viel von Ihnen erzählt. Tatsächlich? Mystische Maya? Ich bin die Tante der mystischen Maya. Morgen Fay. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ah, ich wollte mit Ihnen über ein bestimmtes Ereignis sprechen, werter Herr. Sie scheinen in Ihrem Eifer so viel von der mystischen Maya zu verlangen. Das ist sehr unziemlich, fürchte ich. Hä? Sagen Sie nicht, Sie hätten es schon vergessen. Hätte die mystische Maya Sie nicht unterstützt, hätten Sie sicher nicht gewonnen. Erst läuft ein Mädchen weg und jetzt kritisiert eine alte Dame meine Arbeit. Seit wann bin ich die Hauptfigur bei so mache ich einen schlechten Eindruck? Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Reden wir über die Gegenwart. Ah, danke. Okay, dann quatschen wir nochmal mit dir. Über Maya. Warum fügen Sie mystisch zu Mayas Namen zu? Ist das nicht seltsam? Werter Herr! Ja? Wie können Sie der mystischen Maya gegenüber so respektlos und unverschämt sein? Es tut mir leid. Sprechen Sie mit Ihrem Titel an. Sie müssen mystische Maya nennen. Was die mystische Maya angeht, Es ist das Blut. Entschuldigung? Blut? Die mystische Maya trägt das Blut der Meisterin in sich. Sie ist sogar die Letzte. Die Letzte? Was soll das heißen? Die mystische Maya ist die letzte rechtmäßige Erbin der Korainer Beschwörungstechnik. Okay, also, was ist ihre Rolle? Das ist etwas kompliziert.
Ich gehöre zwar zu den Face-Clan, aber nur aus einer Zweifamilie. Der Hyuga-Clan! Zumindest hört sich das ganz so an. Zweifamilie? Wie meinen Sie das? Ungeachtet ihrer spirituellen Kraft kann ein Mitglied einer Zweifamilie niemals Meisterin oder der Akademie von Kurein werden. Also, wie mächtig sind Sie? Es ist eine Schande, aber ich gebe es dennoch zu. Meine Kraft ist deutlich geringer als die der Meisterin. So ist es also. Die heutige Beschwörung. Das ist also Mayas erste Beschwörung heute? Ja, werter Herr. Die mystische Maya. Weil der Geist einer Person, die beim Verkehrsunfall stirbt, oft sehr stark ist, ist es für gewöhnlich leichter, diese Person in unsere Welt zu rufen. Verkehrsunfall? Ganz recht. Die Beschwörung findet hier in diesem Beschwörungsraum statt, werter Herr. Wie Sie sehen, bereite ich gerade vor. Beschwörungsraum. Also dieser Raum ist der Beschwörungsraum. Der Platz, an dem ein Medium mit denen spricht, die von uns gegangen sind. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn wir bei der Bestätigung dabei sind. In einem so einen Unfug dürfen Sie nicht bald denken. Nur das Medium und der Kunde dürfen hier hinein. Oh. Das Geheimnis der Koreaner-Fechtigen darf nicht jeder sehen. Das hat Maya bisher nie davon abgehalten, Sie von mir anzuwenden. Es ist auch zu Ihrer Sicherheit, werter Herr, falls etwas schiefgehen sollte. Darum wird diese schwere Tür bei einer Beschwörung verschlossen. Oh, dafür ist das Schloss also da. Ja. Haben Sie Pearl bereits getroffen, werter Herr? Pearl? Sie ist ein reizendes, engelsgleiches junges Mädchen. Oh, ja. Oh, dieses seltsame... Sie ist meine Tochter, was wollten Sie eben sagen? Was für eine süße Tochter Sie doch haben! reines Herz, das Böse in der Welt nicht kennt. Das ist eine mächtige Sache. Ich versuche sie nicht mit ihr in Kontakt zu treten. Tja, ist ja nicht so, als hätte ich die Chance dazu. Ich muss darauf bestehen und betonen, dass dies nicht passiert. Okay, schon verstanden. Ja. Bewege ich mich mal, Meditationsraum. Aber ich glaube, den Rest vom Koreiner Dorf gucken wir uns im nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.